Ein zentrales Anliegen der steiermärkischen Landesregierung und ihrer Agenda Weiß-Grün ist die Stärkung von Stadt- und Ortskernen. Deshalb tourt man durch die Regionen des Landes und machte diesmal in der Weststeiermark Station. In Steinz stellte man die Initiative Starke Zentren in der Steiermark vor. Immer mehr stellt sich heraus, dass uns bewusst wird und auch den Gemeindeverantwortlichen, die ja eigentlich die Experten und Expertinnen vor Ort sind, wenn es darum geht, dass wir die Ortskerne wieder in den Mittelpunkt stellen und dass es zu einer Belebung kommt, dass wir in der Steiermark sehr, sehr gute Beispiele haben, wo das hervorragend gelingt und dass wir aber auch Gemeinden haben, die über diesen pulsierenden Zentralraum in der Gemeinde nicht verfügen. Und dort kann man mit einem Mitarbeiterinnenstab, den wir in der Abteilung 17 jetzt mittlerweile haben, mit der Ortskernzentrale, da kann man mit Know-how und mit guten Beispielen, die es überall gibt, einfach auch mit guten Beispielen unter die Arme greifen. Es ist wichtig, mit diesem Thema direkt vor Ort zu sein, in der direkten Umgebung der Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger. Wir wollen das Thema starke Zentren und Ortskerne stärken, wirklich für die nächsten Jahre nachhaltig in der Steiermark verankern, und dafür machen wir Werbung. Um eine bestmögliche Unterstützung für Gemeinden und Städte zu gewährleisten, wurde die Ortskernkoordination des Landes Steiermark ins Leben gerufen. Mit dem Ziel, die Zentren zu stärken. Also eine Gemeinde braucht, glaube ich, einiges, um ein starkes Zentrum zu erreichen. Und dazu zählen einerseits, das haben wir heute wieder gemerkt, engagierte Menschen vor Ort, engagierte Politik und Verwaltung, die dazu beiträgt, dass man diesen Raum wahrnimmt und ernst nimmt. Es braucht eine starke Wirtschaft. Es braucht eine Vielfalt an Betrieben, es braucht eine Vielfalt an Möglichkeiten, dass man irgendwann Kaffee trinken geht oder was essen geht. Es braucht Themen wie kurze Erreichbarkeit. Es geht darum, dass man mit dem Bestand arbeitet und nicht immer alles neu macht, nicht immer alles neu baut. Auch in Steinz hat man bereits Maßnahmen für ein starkes Zentrum gesetzt. Wir haben einmal den Hauptplatz neu gebaut, das war 2017-18, 18 ist eröffnet worden. Wir sind mittlerweile dabei, einen Kindergarten und eine Kinderkrippe zu bauen, ganztägig. Das wird nächstes Jahr eröffnet. Dann haben wir jetzt mit der Bürgerbeteiligung der Steinzer Freibad sind wir jetzt fertig, das wird 2025 eröffnet. Und dann werden wir noch, das haben wir jetzt schon mitgeplant, werden wir noch das Musikerheim bauen, weil wir da die ganze Musikschule rausbauen. Und es wird alles oben beim Boot gebaut, dann wird es also ein kleines, starkes Zentrum. Ein weiteres erfolgreiches Beispiel zur Ortskernstärkung kam diesmal aus Kärnten. Die Gemeinde Moosburg hat sich über viele Jahre hinweg zu einer der innovativsten Gemeinden Österreichs entwickelt. Im Grunde noch einmal geschafft, dass wir gesagt haben, wir möchten im Grunde genommen eine Vision haben, wo wir wissen, wo gehen wir denn hin. Gemeinsam im Gemeinderat haben wir einstimmig beschlossen, das ist der Weg, in die Richtung gehen wir. Und dann haben wir das nach der Reihe abgearbeitet, gemeinsam mit den Bürgern, die Bürger mit eingebunden. Und so ist es dann zu einem Lebens- und Wirtschaftsstandort geworden. Mehr als 110 Gemeinden stehen bereits in Kontakt mit der Ortskernkoordination, auch um die Lebensqualität vor Ort zu steigern. Wir machen das mittlerweile standardisiert so, dass wir gemeinsam mit der Gemeinde am Anfang arbeiten, wo ist denn eigentlich der Ortskern? Das haben wir ein spannendes GIS-Tool entwickelt, wo man klar ablesen kann, welchen Raum sollte man entwickeln. Dann versuchen wir herauszuarbeiten, wie wollen wir diesen Raum entwickeln. Also wo möchten wir diesen Raum gerne hinentwickeln, was soll da künftig passieren? Wie wird dieser Raum zu unserem Alltagsraum? Und dann geht es darum, dass man einerseits schaut, welche kommunalen Hochbauprojekte stehen da in dem Zentrum an, wie kann man die leistbar machen, wie kann man die realisierbar machen, aber auch, welche privaten Projekte gibt es im Zentrum und wie kann man mit den Privatpersonen arbeiten und mit ihnen gemeinsam schauen, dass man ihre Immobilien weiterentwickelt, dass man Angebote in der Erdgeschosszone schafft, dass man Freiräume schafft, die von vielen Menschen genutzt werden. Und dann, es geht ja nicht nur ums Bauen, dann geht es auch darum, dass man mit den Menschen in Interaktion tritt und versucht, die einzubinden. Starke Zentren in der Steiermark, eine Initiative für eine lebenswerte Zukunft.